Guten Tag und herzlich willkommen, mein Name ist Timo, schön, dass du dabei bist. Zeit im Ausland zu verbringen gilt als absolutes Highlight, vor allem in unserem Alter. Man trifft jede Menge neue Leute und lernt sich selbstständig in einer völlig neuen Kultur zurechtzufinden. Da viele Arbeitgeber heutzutage in den Bewerbungsunterlagen von Leuten wie dir und mir auch nach Auslandserfahrung schauen, werden genau diese Auslandsaufenthalte definitiv immer wichtiger. Und genau deswegen bietet dir die Hochschule Fresenius direkt eine ganze Reihe an Auslandsangeboten, die du während deines Studiums ganz einfach in Anspruch nehmen kannst. Viele Bachelor-Studiengänge hier beinhalten bereits ein integriertes Auslandssemester und das heißt, dass du ein bis zwei Fachsemester deines Studiums wahlweise an der renommierten Shanghai University in China oder im brandneuen Studienzentrum mitten in Manhattan in New York City verbringen kannst. Vor Ort lernst du dann zunächst im Rahmen der Culture Days deine neuen Studienkollegen, deine Stadt und ja vor allem deine Partnerhochschule kennen, an der du für die nächsten 3 Monate regulär an den Vorlesungen deines Themenschwerpunkts teilnehmen wirst. Sehr angenehm ist, dass du die nächsten 3 Monate nach deinen Vorlesungen frei gestalten kannst. Beispielsweise würde sich in dieser Zeit ein Auslandspraktikum anbieten, was sich in deinem Lebenslauf bestimmt sehr gut macht. Nach deinem Auslandsaufenthalt geht's wieder zurück in die Heimat und dann auch wie gewohnt mit deinem Studium weiter. Und das ist wohl der größte Vorteil des integrierten Auslandssemesters. Du verlierst keinerlei Studienzeit und kannst dir alle im Ausland erbrachten Leistungen problemlos anerkennen lassen. Eine Alternative hierzu stellt die sogenannte Summer School in China dar. Die findet während deiner vorlesungsfreien Zeit von Juli bis September statt. Zunächst nimmst du dort an einem etwa 3-wöchigen Kulturprogramm teil, inklusive eines Sprachkurses und Sightseeing-Touren in Shanghai und Peking. Danach absolvierst du ein etwa 4-wöchiges Praktikum in einem Unternehmen in der Stadt Qingdao. Während deiner Zeit in China kannst du dir frei aussuchen, ob du mit deinen Studienkollegen in ein Apartment ziehst oder doch bei einer einheimischen Gastfamilie wohnst. Was für beide Optionen gilt, am Wochenende kannst du an organisierten Freizeitaktivitäten teilnehmen. Wenn du dann nach Deutschland zurückkehrst, werden so langsam wieder deine Vorlesungen beginnen und ja, du kannst wie gewohnt weiter studieren. Statt der Summer School in China kannst du während dieser Zeit auch einen 3-wöchigen Sprachkurs in New York oder London besuchen und so entweder den TOEFL oder den IELTS-Test absolvieren. Wenn du bereit bist, eine etwas längere Reise auf dich zu nehmen, kannst du während dieser Zeit auch einen 4-wöchigen Sprachkurs in Sydney besuchen und ja, auch die mit einem offiziellen Sprachzertifikat abschließen. All diese Abschlusszertifikate machen sich sicherlich sehr gut in, ja, unter anderem deinen Bewerbungsunterlagen. Sollten dir diese Optionen noch nicht zusagen, hast du beispielsweise auch die Möglichkeit, an kurzen Studienfahrten teilzunehmen oder dir dein eigenes Auslandspraktikum oder direkt deinen ganz eigenen Auslandsaufenthalt zu gestalten. Es liegt ganz bei dir. Weitere Informationen zu den Auslandsangeboten der Hochschule Fresenius und zum Competence Center International Services findest du unten in der Videobeschreibung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen natürlich, dir hiermit weitergeholfen zu haben. Wenn dem so war, kannst du uns natürlich auch eine entsprechende Bewertung dalassen und das Ganze hier entsprechend kommentieren. Erneut vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns auf dem Campus. Bis dann.